So, meine Lieben, und damit ein wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir befinden uns an Tag 7. Es ist jetzt gerade 8 Uhr angebrochen und ihr fragt euch wahrscheinlich, was zur Hölle ist hier passiert? So, das versuche ich auch gerade mal eben abzubauen. Ich habe natürlich jetzt keinen Schraubenschlüssel dabei, verdammt nochmal. Aber der bringt hier auch gut Eisen. Hätte auch sein können, dass wir jetzt mit einem Schraubenschlüssel zum Beispiel irgendwie irgendwelche Elektroteile bekommen hätten. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ganze Ding fällt aus. Hilfe! Alter! Das ganze Ding fällt aus. Hilfe! Alter! Geil! Silberklumpen. Goldklumpen. Hammer. Hammer, 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 Hammer. 4965. Komm, gib mir deine Schrotflinte. Endlich haben wir das Level abbekommen. Was ist denn jetzt kaputt? Ach, ich hab da Bäume hingepflanzt, ne? Aber, wo wohne ich denn jetzt? So, und da sind wir wieder, meine Lieben. Tag 7 ist angebrochen. Ich hoffe, der kleine Rückblick hat euch gefallen. Es ist also wirklich nicht viel passiert. Wie ihr sehen konntet, sind wir ja wirklich nur zu Dr. Jen gelaufen, haben da eine Aufgabe angenommen und von dem Geld, was wir verdient haben, von den Items, die wir gefunden haben, haben wir uns dann dementsprechend nochmal ein paar Waffen gekauft und haben gelevelt etc. pp., so dass wir uns ja die stärkeren Items bauen konnten. Und ich habe sogar noch... wenn ich jetzt mal gerade schaue, habe ich sogar, glaube ich, noch ein paar Punkte übrig hier. 3 verfügbare Punkte haben wir und ich überlege gerade, was wir da denn leveln könnten, was uns vielleicht noch weiterbringt. Hau drauf, Zerschmetterer. Hört sich echt gut an. Und da könnte ich sogar Qualitätsstufe 4 Items herstellen, was gar nicht so schlecht ist. Ich überlege, ob ich hier Weichei, ob ich da noch einen Punkt investiere. Ich glaube, das mache ich auch mal. So. Jetzt kann ich nämlich... Nee, kann ich immer noch nicht. Schade. Kann ich denn hier? Nee, kann ich auch nicht. Dann muss ich noch einen Punkt investieren. Fit. So, jetzt kann ich hier auf Stufe 3 gehen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Jetzt habe ich aber nur noch einen Punkt. Jetzt überlege ich mal gerade, was wäre denn sinnvoller? Sexueller Tyrannosaurus? Oder vielleicht der Schädelbrecher? Du bist ein zertifizierter Zerschmetterer von fast allem, das dir im Weg steht. Fertige Vorschlaghammer, Vorschlaghämmer von Qualitätsstufe 4, gut in Klammern, und verursache 30% mehr Schaden. Mit kräftigen Angriffen hast du eine Chance von 45%, den Gegner zu Boden zu werfen, und 20% Chance. Moment mal, was steht da? Kräftigen Angriff hast du Chance von 45%, Gegner zu Boden zu werfen und eine Chance von 20%, Gegner in der Nähe zu Boden zu werfen. Hä? Steht das da nicht doppelt? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Und was ist hier? Niemand verhält sich einem Krieger gegenüber respektlos. Verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfwaffen und Werkzeugen um 20%? Alter, das ist natürlich sehr gut. Wahrnehmung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Deine Unachtung. Was mit Gewehren? Oh, das ist natürlich auch cool. Ob ich nicht vielleicht erst die Attribute lernen soll? Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Aber jetzt für die Horde werde ich einfach mal den Zerschmetterer wählen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, denn so viel Munition haben wir gar nicht. Ja, okay. 172 Schuss für die Pistole und 124 für die Schrotflinte. Dann kommen auch nochmal 141 Schuss für die Donnerbüchse dazu. Also wir haben schon so ein bisschen, um uns zu verteidigen. So, und ich habe jetzt auch schon mal die passenden Dinge mitgenommen, die wir brauchen. Die trage ich jetzt schon mal, dass ich da nicht gleich in Bedrängnis komme. So,
Schau mal eben gerade Honig, Erste-Hilfe-Verband, Verband, bla bla bla. Gut, so, jetzt habe ich aber echt genug gequatscht und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, geh mal raus hier aus dem Schuppen. Der ist wie gesagt noch nicht fertig, also wundert euch nicht, wenn der jetzt noch so ein bisschen komisch aussieht. Da kümmern wir uns auf jeden Fall noch drum. So, und wir gehen jetzt zum Turm da hinten. Habe ich denn Holz mit und so? Boah, nur 45? Alter! Okay, das ist natürlich ein bisschen happig. 45? Okay, ein bisschen Eisen haben wir auch dabei. Na komm, ich hack mal noch ein paar Bäume. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen mehr Holz haben. Ja, und ich sehe schon, der Schaden, den wir machen, der hat sich deutlich vergrößert. Und wir brauchen auch nicht mehr so viel Ausdauer dafür. Das ist sehr gut. Was nämlich einer der Sachen, die mir richtig auf den Sack gegangen sind. Du stehst hier wirklich minutenlang und kannst den Baum nicht fällen, weil Gabi einfach keine Ausdauer mehr hat. Hier ist noch ein bisschen Blei. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Denn wir müssen uns ja schließlich auch darum kümmern, jetzt gleich gesichert zu sein. Ich habe da zwei Möglichkeiten. Also entweder gehen wir wirklich zum Turm oder, was ich noch für eine Idee hatte, ist, dass wir hier in der Nähe, habe ich mir sogar markiert, glaube ich, genau hier, hier ist ja dieser komische rot-weiße Fernsehturm. Da könnten wir vielleicht auch nochmal dann dementsprechend versuchen zu überleben. Denn diese Gebiete sind gesichert mit einem Stahlzaun. Ich glaube, der hält schon recht viel ab. Und könnten uns dann quasi einfach darin verschanzen. So. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sich das lohnt, eine Basis zu bauen, die dann im Endeffekt eh kaputt gemacht wird von den Zombies. Von daher baue ich mir, glaube ich, persönlich einfach mal ein Häuschen in den nächsten Folgen. So, dass wir geschützt sind, schön leben. Aber ja, die Horden an sich werde ich dann, glaube ich, in solchen Gebäuden da versuchen zu absolvieren. So, 1443 Punkte. Nice. So. Ja, was ist denn hier passiert? Hier fehlt ja die Hälfte. Ach, genau. Okay, okay. Ich bin ja umgezogen. Da habe ich hier noch so ein bisschen gebastelt. Hast unsere volle Aufmerksamkeit. Ja, das ist unsere Gabi, unsere Gabi. Ohne dich sind wir doch einfach nur allein. Und wenn du wieder da bist, sind wir hier und surviven mit dir. Und wenn's soweit ist, halten wir direkt zu dir. 7 Tage mit dir. So, dann schauen wir mal eben gerade, was könnten wir denn machen? So, jetzt baue ich erstmal 10 von den Dingern, damit ich hier wieder rüberlaufen kann. Das geht ja so nicht, ne? Zack, zack. So, jetzt können wir wieder easy rüberlaufen. Nice. So gefällt mir das. Oh. Jetzt bin ich aber fast in den Tod gelaufen. So, und hier dürfte eigentlich alles wie vorher sein. Quasi unverändert. Ja, cool. Dann ist das hier der Ort der Horde, die wir dann jetzt gleich, ja, begrüßen. Ich bin sehr gespannt, ob wir das schaffen, die Horde abzuwehren. Ich weiß nicht, ob ich auch jetzt schon bauen soll. Also, ob ich hier noch ein paar Stacheln hinsetze. Ich habe sogar noch ein paar dabei. Ich werde dafür aber doch nochmal den ein oder anderen Baum fällen, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Stacheln bauen können. Die halten wirklich viel ab, die Stacheln. So, deswegen nehme ich mir jetzt nochmal ein paar Bäume mit. Und können dann vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, schauen, ob ich hier in der Nähe noch ein Häuschen finde, wo wir noch nicht drin waren. Ja, vielleicht hier in der Stadt nochmal nachschauen. Vielleicht gibt es da ja noch was Schönes für uns. Dann können wir die Zeit so ein bisschen überbrücken.
und stehen da nicht die ganze Zeit auf dem Turm rum und warten auf die Horde. So. Holzstacheln würde ich gerne bauen. Holzstacheln. Oh, habe ich das falsch? Ach so, Holzstachelfalle. Entschuldigung. So, 15 Stück. Ich baue mal erstmal 10. Dann können wir in der Zeit noch ein paar Bäume hacken. Und laufen dann mal so ein bisschen in Richtung... Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ein Dorf, eine Stadt. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir dann mal. Müssen wir echt nur pünktlich wieder zu Hause sein, dass wir noch ein paar Stacheln setzen können und uns verschanzen, bevor die Horde kommt. Vielleicht ist es auch echt dumm, was ich gerade mache und riskiere hier mein Leben, indem ich vorher noch ein bisschen rumlaufe. Das weiß ich nicht. Aber das checken wir jetzt gleich ab. Wir werden es ja sehen, ob ich überlebe oder nicht. Ich meine, die meisten von euch, die denken, dass ich nicht überlebe und dass ich es nicht schaffe. Und ich bin ja übermäßig, wie sagt man? Jetzt habe ich das Wort vergessen. Ist ja egal. Unterqualifiziert? Nee, ne? Private Road. Die Straße ist also privat, da gehe ich nicht hin. Okay. So, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen hier in Richtung Stadt und schauen mal, ob wir da noch ein bisschen was entdecken können. Jetzt hat die Gabi schon wieder Hunger, ist das dein Ernst? Na komm, dann ess dir mal ein, zwei Fleisch. So, das sollte doch erstmal ausreichen. So, ich bin ja mal wirklich gespannt. Ich würde gerne abstimmen, wie viele Leute denken, dass ich sterbe oder halt auch überlebe. Ich denke, die meisten von euch glauben, dass ich diese Horde nicht überstehe. In den letzten Kommentaren konnte ich schon so ein bisschen rauslesen, dass ich dafür eigentlich nicht gerüstet bin. Aber ich will hoffen, dass ich es doch irgendwie auf die Kette kriege. So, guck mal, hier ist noch ein Hof, wo wir noch nicht waren. Da schauen wir uns doch gleich mal eben um. Vielleicht gibt es ja noch was Schönes. Guck mal, da könnte man auch hoch, wenn man sich nicht ganz doof anstellt. Soll ich das mal versuchen und mir ein paar Leitern bauen? Da versuche ich doch jetzt mal hochzukommen. Das gefällt mir gar nicht hier. Nein, nicht Leiste. Leistenbrüche hatte ich genug. Leiter, Holzleiter. So, ich baue mal so 9 Stück. Holz, wie viel Holz haben wir? Dann noch ein paar Stacheln. Stacheln, so 10 Stück, perfekt. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich oben dran komme. Ansonsten müsste ich mir vielleicht nochmal einen Block bauen. Ach, guck mal, das geht sogar, lol. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich da noch... Nein! Nein! Ist das dein Ernst? Ach, Mann. Komm, dann springe ich da jetzt irgendwie... Ah, es geht nicht. Okay, okay. Ich hab's ja verstanden. Ist okay, Gabi. Ich weiß, es ist okay. Holz. Holzrahmen. So, dann baue ich da noch 3 von. Dann komme ich da aber bestimmt hoch. Das dauert jetzt noch 5 Sekunden, dann sind die auch fertig. Das schmeiße ich mal eben weg, das auch. Haben wir jetzt keinen Platz für. So. Zack, zack, zack. Dann stelle ich mal einen hier hin. Da und da. Und dann sollte ich da aber hochkommen. Ja, guck mal einer an. Kommen wir denn da rein? Oh, das ist sogar entriegelt. Alter. Nein! Oh! Ich dachte, ich sterbe. Oh Gott, gut, dass hier Heu liegt. Boah, hier könnte man aber auch was draus bauen. Gar nicht so schlecht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da wieder zurückkomme. Oh, Hilfe, ey. Alter, die Waldfee. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Oder brech mir wieder irgendwelche Beine. Ich gehe hier lieber raus. Nee, 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 nicht mit mir. So, oh, das war keine gute Idee, hier hochzulaufen. Aber wir wollten ja ein bisschen neu... Wir sind neugierig, ne? Wir wollen ja auch ein paar Sachen ausprobieren. So, ab in den Hof. Dann schaue ich hier mal rein. Oh,
Boris! Warum erschreckst du mich denn so? Bist du verrückt? Alter! Chill! Oh Gott, zwei Doris! Oh. So, bist du bekloppt oder was? Was ist das denn? Was ist denn das da vorne? Was bist du denn? Ach, eine Sau! Warum machst du denn nix? Okay. Ey! Spinnst du oder was? Das Vieh bringt mich um! Alter! Es tötet mich! Junge, und da bin ich auch noch infiziert. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, bist du verrückt oder was? Du kriegst erstmal einen Headshot. Hä? Wo ist die Sau? Hä? Okay, ich weiß nicht, vielleicht ist das Spiel kaputt. Was passiert hier? Ich hab doch noch nicht mal angefangen, richtig. Und da passiert so ein Scheiß. Geil. Oh, das nehme ich mit. Keine Frage. So, hier ist auch nochmal Kleber drin. Oh, sehr schön. Kleber ist immer gut. Aber was war das gerade? Das macht mir ein bisschen Angst. So, jetzt hole ich mal eben meine Schaufel raus. Die habe ich auch ganz zufällig gefunden. Denn wir brauchen auf jeden Fall Pflastersteine ohne Ende. Und auch Zement. Und wenn der gerade hier rumliegt, können wir den natürlich auch mitnehmen. So, hier ist noch... Ah, das brauche ich jetzt noch nicht. Ja, warum nicht? Machen wir mal. Und dann zerlege ich mal die Büchse hier noch. So, Wasser haben wir noch genug. Eine Dose brauche ich nicht unbedingt. Das brauche ich auch nicht. Aber wir nehmen das ganze Zeug hier mit. Und dann müssen wir uns beeilen, denn die Zeit läuft. Hab ich mich eben eingekackt hier bei dem Schwein? Der schlimmste Endgegner. Die Wildsau. So, Cowboy Klaus ist auch am Start. Hier liegt aber echt viel von dem Kram rum. Ja, der kann es schon wieder nicht abwarten, durch die Tür zu kommen und mich anzuknabbern. Guck mal, wie aggressiv er ist. Mein Gott, was hat der denn schon wieder genommen? Komm mal runter. Ah, ist das schön. So viele Pflastersteine. Oh nein, noch so einer. Du bekommst das Eisenspeer zu spüren. Boah. Die Frage ist auch, was machen wir mit Heuballen? Kann man da auch was mitmachen? Hä? Oh, das ist was zu essen, das nehme ich mit. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal in den Schuppen. Denn ich sehe gerade, dass wir wieder viel zu viel Kram mitgenommen haben. Und ich hoffe, das passt zeitlich alles. Es ist nämlich schon 3 Uhr. Alter. So. Ich glaube, hier sind wir vorerst fertig. Außer ich finde jetzt noch ein paar Pflastersteine und so. Das möchte ich... Alter, hier ist aber echt viel davon. Huiuiuiui. Oh, damn. Kopfgärtner ist auch wieder hier. Ah, der Boden. Oh, das will ich alles mitnehmen. Das möchte ich hier nicht liegen lassen. Zement und Pflastersteine, das ist der übelste Shit. Guck mal, da liegt sogar noch ein Rucksack. Ja, schauen wir doch gerade mal rein. Was haben wir denn hier? Ah, sehr gut. So, das nehme ich hier alles mit. Und wenn das jetzt 10 Minuten dauert, ist mir egal. Das lasse ich hier nicht stehen. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 420 und fast 500 Zement. Guck mal, das lohnt sich doch. Ich habe nicht gedacht, dass wir hier so viel davon finden. Also demnächst immer schön auf dem Bauernhof. Oh, Yakamoto! Ich stech dich ab. Okay, der ist tot. Jetzt ist er gestolpert. Das war sein Tod. So, hier liegt auch noch ein Rucksack.
Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber echt interessant hier. Das sollten wir uns merken. Hier ist noch eine Nurse, die versteckt sich da hinten im Dunkeln. Plop. Haha. Es geht sogar noch höher. Okay. Was haben wir denn hier? Ja, 5 Federn. Das ist ja jetzt echt der Burner. So, und hier gibt's noch viel mehr von dem ganzen Kram. Boah, was haben wir denn hier gefunden? Zombies ohne Ende. Stirb. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh. Alter. Hier geht's aber rund. So. Oh, Hilfe. Was haben wir denn hier? Ey, was ist das denn? Wasserreinigungsmod? Was macht das denn? Ah, wie cool ist das denn? Dann kann ich ja einfach aus dem Teich saufen. Geil. Was haben wir hier Schönes? Level 4. Oh, geil. Da tragen wir direkt. Ne, die sind besser, oder? Ja, doch, die sind besser. Oh, sehr schön, sehr schön. Zerlegen, 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 zerlegen. Und den Kram nehmen wir mit. Jetzt schaue ich hier nochmal eben rein. Und dann wird es aber auch langsam knapp vor einer Zeit. Der Bauernhof lenkt mich hier richtig ab. Ein Amboss. Haben wir den schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube ja, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Ah, dass ich hier vorher nicht reingegangen bin, ey. Boah, eine Stufe 6 Schaufel. Oh. Zerlegen, zerlegen. Geile Scheiße. Reparieren. Ach, ist das schön. Ich habe das Gefühl, umso weiter wir leveln, umso bessere Gegenstände finden wir auch. So, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wegen dem ganzen Kram, der hier rumliegt. Kann ich den jetzt noch schneller abbauen? 3-mal und schon haben wir so ein Ding abgebaut. Geil. Ah, jetzt geht's aber wirklich super schnell. Also umso besser die Gegenstände sind, umso schneller bauen wir auch ab anscheinend. Das ist ja richtig cool. Oh, ist das schön. So, jetzt haben wir aber auch echt viel Zeit verschwendet. Wir müssen weg hier. Wir müssen wirklich weg hier. So, Nurse, du kriegst noch einen drüber, wenn du unbedingt willst. Bam, in your face. In your face. So, und jetzt verlassen wir den Bauernhof. Oh. Gabi ist eine geile Sau. Ia, ia, oh. Und da kommt ein Zappelklaus. Ia, ia, oh. Und die Nurse ist hier und der Zappelklaus. Gabi hier, Gabi da, Gabi überall, ja. Oh, MacGabi hat eine Farm. Ja, komm. Hättest ja eben eine Sau erlegen können. Aber nein, sie ist ja einfach verschwunden. Hä? Einfach verschwunden. So, hier sind wir fertig. Gabi, komm, jetzt mach. Hier, okay, ein Fleisch haben wir gefunden. Das ist aber auch alles. Jetzt trage ich mal eben die Schuhe. So, damit können wir etwas schneller rennen. Und begeben uns jetzt wieder zurück zum Schuppen, laden den ganzen Kram ab, den wir gerade gefunden haben. Und werden uns dann langsam aber sicher darauf vorbereiten, dass die Horde gleich kommt und uns den Arsch aufreißen wird. Kann jetzt ein bisschen dauern, also wenn ich gleich schneiden sollte, wundert euch nicht. Dann sehen wir uns im Schuppen wieder. Gabi hat eine Farm, ia, ia, oh. Hier ein Klaus, da ein Klaus, überall ein Klaus, Klaus. Oh, MacGabi hat eine Farm, ia, ia, oh.
Ach, scheiße, ich nehme ja noch auf. Das schneide ich raus. Zehn Jahre später. Mein Gott, braucht das ewig. Nur weil du ein paar Sachen mehr im Rucksack hast, Gabi, schon stellst du dich an. Oh, ich bin so froh, wenn wir ein Fahrzeug haben. Ich kann's kaum erwarten, endlich mal mit einem Motorrad rumzudüsen oder mit einem Auto. Das wäre geil. Hab ich da Bock drauf? So, meine Lieben, wir haben es fast geschafft. Endlich sind wir am Schuppen angekommen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, also von daher habe ich das ganze Video mal so ein bisschen schneller ablaufen lassen. Also ich möchte hoffen, das ist in Ordnung. Oh Mann, jetzt fängt es auch noch an zu donnern. Scheiß die Wand an. So, was haben wir denn alles gefunden? Also... Jetzt sind wir aber gut gerüstet. Zack, 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 zack. Alles da, sehr gut. So, wie weit bist du? Ja komm, wir schalten das erstmal aus. Wir müssen jetzt wirklich zum Turm. Wir haben jetzt viel zu viel Quatsch gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, bin ich aufgeregt. Nur noch eine Stunde, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns wirklich beeilen. So, das Tor mache ich mal zu. Die können ja keine Tore öffnen. Dann werde ich hier mal eben alles zubauen. Warum? Wieso habe ich denn jetzt Schaden bekommen, so eine Kacke? So, jetzt wird's gleich übel. Oh Gott, oh Gott. Wo soll ich denn noch Stacheln hinsetzen? Ich weiß es gar nicht. Am besten hier am Rand. Wenn, dann kommen sie ja erst durch den Zaun hier. Das wird nie im Leben reichen. So, mehr kann ich jetzt gerade nicht tun in Sachen Stacheln. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie nach oben kommen. Ich hoffe, ich kann noch einen Block bauen. Gut, 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 gut. Wenigstens das. So, damit ich hier irgendwie hochspringen kann. Oh, gut, dass das geklappt hat. So, okay, okay. Dann haben wir ja hier noch diese lustigen, was ist das hier, Holzklappen. Da werde ich jetzt auch mal ein paar von bauen. Jetzt bin ich auch noch durstig. Gabi, du hast jetzt keine Zeit zum Trinken. Wir müssen uns ranhalten. Machen wir mal so. Dann verbessere ich die noch. Warum das denn? Weil ich kein Holz habe? Oh! Wie viel brauchen wir denn dafür? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist doch wenigstens schon mal eine Durchsage hier. Ich spring mal hier rüber. Oh Gott, das wird die Hölle. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance haben, hier zu überleben. Aber ich will hoffen, dass der Zaun die so weit abhält, dass ich hier wirklich keine Probleme bekomme. Jetzt würde ich hier ganz gerne auch nochmal so eine Platte hinbauen. So. Und jetzt gleich ist es soweit. Ich sehe es schon, komm, wir haben die Arschkarte gezogen. So, das sollte doch erstmal ausreichen. Hier mache ich auch nochmal eben die Platten weg. So. Oh,
So, jetzt ist es soweit. Sie werden kommen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Okay. Da ist schon jemand. Oh, sie kommen. Oh, scheiße. Ja, toll. Und ihr lauft einfach an den Stacheln vorbei. So, jetzt wird geballert. Bärbel ist auch am Start. Ja, kommt ihr nur, ihr Schweine. Oh, jetzt bin ich im Killer-Modus hier. Oh Gott. Hörst du auf zu klettern? Die ganzen Stacheln sind schon kaputt. What? Dörte will hier rein. Ein Rucksack fallen gelassen, sehr schön. Doris ist auch hier. Ey, runter da. Oh nein, der erste ist schon drin. Nein! Ah, sie kommen. Ey, die machen den Turm kaputt. Kommt hierher, ihr Schweine. Kommt hierher. Boah. Noch ein Rucksack. Ich habe Angst. Lasst mich in Ruhe, Schweine. Es gibt schön EP, aber... Ey, die machen das hier gleich kaputt und dann habe ich ein Problem. Dann schieße ich nochmal so ein bisschen mit der Pistole hier. Wenn ich den treffe. Und guck mal, wie sie sich helfen, den Zaun da kaputt zu machen, die Schweine. In your face. Leichen über Leichen. Ich hoffe, ich falle hier nicht runter. Und es kommen immer mehr. Boah, ist das ein Rudelbums. Es platzen Köpfe und die Zombies fallen. Gabi wird überleben. Gabi ist nämlich... die geilste. So, Gabis Schwester auch hier. 1, 2, 3, 4 Rucksäcke schon. Die hole ich mir gleich. Wenn ich dazu komme. Hier oben stehe ich. Hallo. Plopp. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, wenn man hier oben steht. Dass die erstmal irgendwie versuchen müssen, den Zaun zu durchdringen. Da kann man ja auch nochmal ein paar von abhalten dann, in der Zeit, wo die versuchen, den Zaun kaputt zu machen. Und dementsprechend sind die auch irgendwie zu doof, hier hochzulaufen, so wie ich das gerade sehe. Hier sind auch noch genug. Oh, wir haben schon viel zu viel Munition verschossen. Aber vielleicht mal ein bisschen mit Pfeil und Bogen schießen. Ja, der war jetzt zu langsam, der Pfeil. Und wir haben erst 2 Stunden. Oh je. 7 Tage Survival mit Gabriela. Sieben Tage Survival mit Gabriela. 7 Tage Survival mit Gabriela. 7 Tage Survival mit Gabriela. 7 Days to die. To die. To die. To die.
So, komm. Ist das der letzte Rutsch? Ich will's hoffen. Jetzt bin ich auch noch hungrig, Gabi. Du hast keine Zeit zum Essen jetzt. Bärbel! Boah, 3000. EP 4000. 5000. Es gibt ordentlich Punkte. 6000. Da ist der Kopfzerplatz. Boah, jetzt kommen aber wieder viele hier. So, was ist denn hier mit der Donnerbüchse? Vielleicht kriege ich da auch noch ein paar mit weg. Das dauert zwar ewig hier mit dem Nachladen. Ey, jetzt reicht's mir aber hier. Es werden viel zu viele, ich habe Angst. So lange kacke ich mir in die Hose. Ah, ich bin froh, dass die hier nicht hochkommen. Nur die fressen den Balken kaputt. Jetzt gleich stürzt der Turm ein. Das wäre zu krass. Guck mal, da haben sie schon was weggefressen. Oh Gott, ich hoffe, der hält stand. Oh, hätte ich jetzt eine Granate, ne? Ja, wenn ich jetzt weiter nach unten schieße, dann schieße ich gleich die Treppe weg. Und dann, fallen wir da runter. Es tut mir auch leid, dass ich gerade so ein bisschen abgehakt spreche, aber ich bin konzentriert ohne Ende. Guck mal, warum kommen die denn nicht einfach hier die Treppe hoch, die Idioten? Und mit dem Pfeil treffe ich auch überhaupt nichts. Was hat er denn jetzt gehabt? Drei Punkte haben wir schon, die wir wieder ausgeben können. Mensch, Nurse, kannst du dich mal entscheiden, rein oder raus jetzt? Oh. Stille? Haben wir es geschafft? Haben wir überlebt? Ehrlich? Ernsthaft jetzt? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich höre nichts mehr. Ich werde es jetzt wagen und runterspringen. Wenn jetzt gleich Zombies kommen, habe ich ein Problem. Aber ich will unbedingt den ganzen Kram hier einsammeln, der hier rumliegt. Das Steinpfeile mitnehmen. Ja, das brauche ich nicht unbedingt. Aber das nehme ich trotzdem mit. Da ist noch ein Rucksack. Ein Bogen Level 4 und eine Herausforderung, zwei Herausforderungen sogar. Nehme ich beide mit. Boah. Geil. Das hat sich gelohnt. Kann ich den denn nicht zerlegen? Warum denn nicht? Warum kann ich den gerade nicht zerlegen? Ach, da ist Zubehör drin. Ach so. Sorry. Boah, drei Modifikationen kann ich da reinpacken. Leck mich am Sack. Das ist ja geil. Okay, so langsam wird's interessant. Tragen. Level 6. Ja, die ist schon besser. Deswegen zerlege ich das mal hier. Ja, 613 nehme ich mit. Ein bisschen was zu essen. Auch nicht schlecht. Eine Eisenspitzhacke, haben wir sowas? Haben wir gar nicht, ne? Da nehme ich die auch noch mit. So, das war's, glaube ich. Keine Zombies mehr.
Wir haben es überlebt. Meine Lieben, wir haben es überlebt. Yeah! Hä? Alter, was, wo, wie? Ach, ich renne mit meinen eigenen Stacheln. Oh, das wäre es jetzt gewesen, am Ende der Horde noch durch meine eigenen Stacheln zu sterben. Oh, so, ich bin froh, dass wir das überlebt haben. Und ich würde sagen, wir laufen wieder zurück zum Schuppen. So. Alter. Das war spannend. Hat aber auch echt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Aber ich denke, der Zeitpunkt wird noch kommen. Ja, dass wir dann hier stehen und an Tag 7 zurückdenken und schweifen dann in Erinnerung, wie leicht es ja war, die Horde zu besiegen. Das wird sich bestimmt ändern. So, hier habe ich schon eine Stufe 2 Eisenspitzhacke, dann zerlege ich die hier mal. So, hier noch ein bisschen Medizin, paar Schmerzmittel. Der primitive Bogen. Plus 2. 20, 78. 24. Ja, ich weiß nicht. Den behalte ich auf jeden Fall. Den werde ich noch nicht benutzen, aber ich behalte ihn. So, jetzt repariere ich gerade mal meinen ganzen Kram hier. Nice. Ja, geil. Ich freue mich, mein Lieben. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass wir das Ganze überlebt haben. Wir stehen nun hier vor unserem neu gebauten Schuppen, haben die Horde überlebt und in den nächsten Tagen können wir uns dann tatsächlich mal so ein bisschen um andere Dinge kümmern, außer Angst zu haben, die Horde nicht zu überstehen. Wir werden auf jeden Fall noch schauen, dass wir neue Schusswaffen bekommen, unseren Schuppen weiterbauen, dann noch ein paar Aufgaben annehmen und dementsprechend auch noch aufleveln. Also so langsam geht's voran. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, die jetzt noch kommt. Ich glaube, so die erste Horde war, glaube ich, mit die schwerste jetzt, weil man einfach noch so wenig Sachen hat. Die darauf werden dann bestimmt ein bisschen einfacher, außer ich denke, dass die Zombies dann noch ein bisschen schwieriger werden und andere Arten auftauchen. Das war ja auf der Konsole früher auch so, dass da nachher Bienen gekommen sind und irgendwelche kotzenden Polizisten und so weiter und so fort. Die habe ich aber allerdings noch nicht gesehen, die kotzenden Zombies. Da bin ich mal gespannt, ob es die noch gibt oder ob sie die geändert haben und da jetzt irgendwie ein anderes Modell für da ist. Sicher bin ich mir da nicht. Die Affenjungen kommen ja auch noch. Oh Gott, das wird noch was. Ich bin sehr gespannt, wo wir uns dann auch demnächst verstecken. Ich denke mal, dass wir dafür dann zum Fernsehturm da hinten laufen. Ob man den jetzt von hier sehen kann, weiß ich nicht. Ich schau mal gerade eben über den Hügel weg. Nee, sehen tut man den jetzt hier nicht. Aber ist ja auch egal, ihr wisst bestimmt schon, was ich meine. Der hat aber auch ein paar Gitter davor und so, dass wir da wenigstens ein paar Minuten Zeit haben, dann von drinnen aus uns zu verteidigen, bevor die Zombies dann durchbrechen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von 7 Days to Die wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Also dran geblieben, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Bis dann, Peace und haut da rein. Bam.